Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Point Hospital, weiterhin in meinem Kacklabor. Also, der Spritzenmeister ist eine Behandlung. Der ist auch eine Behandlung. Das ist eine Behandlung. Also, das sind alles Behandlungszimmer, genau wie die Therapieraum. Also kann das erstmal alles so bleiben. So, was mir hier fehlt, ist auf jeden Fall eine vernünftige Toilette. Eine vernünftige Toilette. Deswegen wird hier so ein etwas größerer Raum hingesetzt. So. Gut. Du kommst hier an die Wand. Ja, ob das jetzt wirklich so viel größer ist, die Toilette, stellen wir auch einfach mal in Frage, aber besser als schon mal gar nichts. So. Ansehen. Okay, bestes Lernkrankenhaus haben wir auf jeden Fall schon mal abgeräumt. Das ist schon mal gar nicht so falsch. Ja. Die Leute sind natürlich jetzt in Massen. Was ist das denn, Alter? Ja, wann habe ich denn das? Naja, gut, okay. 3 von 7 Patienten. Okay, nicht jetzt. Wir haben eine Fortbildung gerade. Deswegen funktioniert das nicht. So. Es wird natürlich jetzt hier richtig abgehen, ne? Also das sollte uns, glaube ich, allen klar sein. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Ja, wir brauchen ein paar Diagnosen, Krankenpfleger. Das wäre eigentlich auch noch ziemlich nice. Hausmeister in die Ausfeilung, bitte. So. Also wenn das Prinzip jetzt hier nicht so ein bisschen aufgegangen ist, dann weiß ich es auch nicht. So, 2 fehlen noch. Sind da auch noch. Des Deluxe-Entleuchters benötigt. Was brauchen wir? Patienten möchte behandeln lassen. Dafür ist eine Zirkustherapie notwendig. Patienten bitte zu warten. Okay, wir brauchen eine Zirkustherapie. Die Zirkustherapie können wir natürlich hier locker mit reinsetzen. Oh. Oh. Die Zirkustherapie darf da nicht mit rein. Anzeige ist raus. Da. The fuck? Auch 4x4. Okay. Das ist genau gleich. Das ist auch genau gleich. Das kriege ich hier nirgends so hin. Weil das ist 3, ne? War das jetzt 3 oder 4? 3. Du musst so machen. Jetzt so eine Scheiß, Mann. Ich will das nirgendwo anders hinhaben. Scheißern jetzt hier. Dankeschön. So, Peng, Puff, Puff hier. Ja, du kommst rein und fühlst dich gleich wie in einem Zirkus. Ich hab eine Clown-Therapie, Mutti. Schwitzen sollt ihr auch nicht.
Kaffee trinken sollst du auch. Ein Blümchen kriegst du auch. Und ein paar Strohballen haben wir noch vergessen. So, so. So. Hakengas Zirkustherapie auch fertig. Hält mir. So. Nehmen wir jetzt hier gleich unsere nächsten Ärzte raus. Würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen, wenn wir hier noch mehr Ärzte hätten. Einfach. So, Spritzenhaus. Alles klar. Schick die Leute ins Spritzenhaus. Ups, aber warum auch nicht? Krankenpfleger zum Spritzenhaus. Wir haben es geschafft. Jawohl, geschätztes Krankenhausleitung, wir haben den ersten Stern. Heilungsrate brauchen wir jetzt von 80%. Stellen Sie 12 Hausmeister ein. Okay. Krankenhausaktivität von 75. Installieren Sie Upgrades an den Maschinen. Ja gut. Also wir brauchen noch viel mehr Hausmeister. Ja, ist halt dann einfach so, ne? Aber ich will jetzt gar keine Hausmeister updaten, weil Hausmeister-Update ist scheiße. Wir müssen Diagnose einfach hier hinkriegen. Du nicht. Du auch nicht. Meine ganzen Allgemeinmediziner haben alle gar keine Diagnose irgendwie frei oder auch gar keine anderen Sachen. Gefällt mir nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Diagnose 2, dafür habe ich hier ganz viele, okay. Müssen wir auch nicht bezahlen, deswegen hauen wir den Kurs raus. Dann sammeln sich hier halt erstmal wieder ein bisschen die Leute, aber damit kann ich auch leben. So, hier sieht es einfach katastrophisch aus, ne? Deswegen räume ich jetzt erstmal hier so ein bisschen auf, weil warum geht das alles so dämlich hier drüben? Ich hätte gerne auf jeden Fall. Plus Getränk. Mal so ein bisschen. So ein paar spezielle Automaten einfach hier so nochmal hinstellen. Um den Leuten einfach auch nochmal was anderes anzubieten. Also hier ist es immer noch ein bisschen warm. Meine Meinung ist, ich stelle einfach immer so. Da ist warm, ne? Ja. Ja. Lass mal es einfach so. Der nächste Song geht an alle Krankenhauspatienten raus, die so immer noch vom letzten Erdbeben erschüttert sind. Hoffe, eure Organe sind alle noch am rechten Fleck. Hier oben geht halt extrem die Post ab, aber ich hoffe auch, dass sie das irgendwie hinbekommen. Die Automaten werden auf jeden Fall gut genutzt. Ich würde gerne hier nochmal einen Snack-Automat hinstellen irgendwo, weil den haben wir nämlich gar nicht. Nehmen wir hier nochmal einen Snack-Automat hin und hier an die Toilette auch, so, dann können sie sich da noch mal einen Snack nehmen. Weil wie geht es denen so? Ja, Essen und sowas ist eigentlich alles vorrätig. Sonst kommt hier dieser Burgerladen hin. Hier so ein echter Bambus, kein echtes Stroh, kein echtes Eis. Das Prinzip ist klar, oder? Stellt den Hunger, löst den Durst, erhöht die Zufriedenheit. Also man könnte hier so die Mülltonne wegnehmen und dann könnte das dahin.
Können wir dafür auch jemanden einstellen? So. Kommt da jetzt jemand hin oder nicht? Ich muss da gleich nochmal in die Option gucken, was ist hier vorstellt. Warum geht da keiner arbeiten? Jeder darf überall arbeiten. Macht mal Gas hier. Ah, der ist dahin auf dem Weg. Alles klar. Könnte man nämlich eigentlich diese Sachen hier verkaufen und dann würden die eigentlich den Kiosk nutzen. Nö. Du lässt jetzt die Wichsgriffel davon. Danke. Das ist jetzt die Macht. Erreiche Stufe 4 in zwei Pausenraum. Leck mich. Hier mal mit euren. Mach mal hier eine Pause. Mach mal da. Geh mal hier hin. Leck mich hier. Leck mich da. Weil das ist ja das, was ich jetzt will. Die Leute sollen ja hier sich ihren Schnaps kaufen. Sorry. Ah, das war schön gut. Hier ist jetzt der Bär los. Wir haben gerade keine Ärzte. Haben wir halt gerade nicht, ne? Halt einfach keiner da. Ist halt einfach so. Geht gleich aber weiter. Hier sieht ziemlich gut aus. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Also das finde ich schon ziemlich nice jetzt. Nur dass unser Hausmeister, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, die kommen nicht in den Arsch, ne? Der jetzt nochmal drei Hausmeister ein, die hier zusehen, dass hier mal alles ein bisschen ordentlich ist. Ja. Hier ist irgendwie so ein bisschen, ja, Katastrophe. Keine Blumen richtig gegossen. Gegossen, also nichts hübsch irgendwie, ne? Aber wir könnten. Nächsten Freitag. Um sie zu gewinnen. Kostet der ein Tausender. Wir stellen da mal einen hin. Hier einen hin. Jede ihrer Shows beginnt. Etwas für echte Fans. Da setzen wir mal einen hin. Und ja, hier wird ja auch nebenbei so ein bisschen die Post abgehen. Stellen wir hier auch nochmal einen hin. So. Ich denke, das Ding wird genutzt werden. War bis jetzt ja immer so. So, könntet ihr jetzt da oben endlich mal mit eurem Stuhlgang fertig werden? Dann wäre ich auch sehr zufrieden. Ja. Wir haben alle Stuhlgangprobleme hier. Hier ist natürlich jetzt gerade nichts los, ist ja logisch, aber der Laden. Boah. Ich hoffe, dass der einen Umsatz macht, ne? Also. Und dass das sinnvoller ist wie ein Getränkeautomat. Weil, wenn man jetzt nochmal Objekte nachguckt, wir haben jetzt da diese Hütte hingesetzt und das macht kein echter Bambus, also erhöht die Zufriedenheit. Dient zur Abkühlung, stellt den Hunger und löscht den Durst. Also eigentlich alles, was wir benötigen, mit einer so einer Hütte abgedeckt. Klar hat man Personalkosten dadurch, aber vielleicht ist das auch wirklich eine ganze Ecke besser. Ja, jetzt bricht hier die Katastrophe aus. Ja, was soll ich machen? Ist dann halt einfach so, dass jetzt die Katastrophe ausbricht, aber irgendwann muss ich auch mal, wenn Sie einen Patienten eine Diagnose und heilen Sie ihn. Ja, soll er herkommen? Befördern, wenn ich ihn sehe. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Herzrasers gebeten. Als Elfter. Nein, als Nummer 1 bitte. Als Dritter, als Nummer 1. Nummer 2. Ich habe keinen Bock, dass sie mir abkrebeln jetzt hier. Als 3. So, alles klar. Da haben wir jetzt hier mal ein bisschen
vorangetrieben, den ganzen Kram. Die anderen Ärzte sind auch alle raus. Und hier oben waren jetzt kein einziger Hausmeister. Warum? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, dass die Hausmeister da oben jetzt nicht sind. Also, finde ich komisch. Ich muss gleich die Grafik irgendwas in den Optionen nachgucken. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.